Ich möchte dir heute wieder etwas weitergeben von dem, was Gott weltweit tut. Ich finde es faszinierend und begeisternd und ermutigend, zu sehen, wie Gottes Reich sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Kennst du die Joel News? Die Joel News sind ein Informationsdienst, ehemals hieß das Freitagspax, mit ermutigenden, positiven Berichten genau von dem, was Gott weltweit wirkt. Und ich habe dir hier mal die Internetadresse eingeblendet. Ich lade dich ein, schau dir die Seite an, lass dich inspirieren, abonniere dir die Informationen, sie werden dich sehr segnen und ermutigen. Und ich habe hier aus einer der letzten Ausgaben, die zum Thema Weltmission geht, einige interessante Informationen, die ich dir einfach weitergeben möchte. Ägypten. In den 90er Jahren hat die ägyptische Bibelgesellschaft pro Jahr etwa 3000 Kopien des Jesusfilms verkauft. Im vergangenen Jahr waren es 600.000. Irak. In den letzten 4 Jahren geht man davon aus, dass mindestens 5.000 Moslems zum Glauben an Jesus gekommen sind. Inzwischen gibt es allein in Bagdad 14 neue Gemeinden und es gibt Dutzende Gemeinden in Kurdistan, teilweise mit bis zu 800 Mitgliedern. Afghanistan. Vor 8 Jahren gab es in ganz Afghanistan nur 17 Christen mit muslimischem Hintergrund. Inzwischen geht man davon aus, dass es mehr als 10.000 sind. Welch ein Wachstum! Nepal. In den frühen 80ern gab es in Nepal ganze 75 Christen, die aus Nepal kamen. Nepalesen. Das ist noch nicht einmal 30 Jahre her. Und heute schätzt man 500.000 nepalesische Gläubige. Vor 20 Jahren gab es nicht eine einzige Gemeinde. Heute geht man von 6.000 Gemeinden und Hauskirchen aus. In diesem Land war es vor dem Jahr 1960 verboten, dass es überhaupt Christen gab. Welch ein Wachstum von 0 auf 500.000 in weniger als 50 Jahren. Iran. Zur Zeit der iranischen Revolution, schätzt man, gab es in ganz Iran etwa 500 Gläubige. Heute sagen Pastoren, dass man etwa 1 Million iranische Christen schätzt. Zwischen 1980 und 2005, in 25 Jahren, kamen mehr Iraner zum Glauben als in den 1000 Jahren zuvor zusammengenommen. Und heute rechnet man mit etwa 500 Bekehrungen pro Monat. Das ist gewaltig. Indonesien. In Indonesien sind allein in den letzten paar Jahren 60.000 Hauskirchen entstanden. Indonesien gilt als das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Indien. In Indien gibt es im Osten ein Bundesland, das heißt Nagaland. Dieses Land besteht zum weitaus größten Teil inzwischen aus Christen. 3 Millionen ist die Bevölkerung in diesem Land. Und sie haben beschlossen, 10.000 Missionare in den Rest von Indien zu senden, um Indien mit dem Evangelium zu erreichen. Und zum Abschluss Israel. Seit 1967, das ist das Jahr, in dem Jerusalem komplett unter israelische Herrschaft kam, seit 1967 haben mehr Juden Jesus als ihren Messias angenommen, als in der gesamten Zeit zuvor. Wir sehen, welche Dynamik in dem drin ist, was Gott tut. Wir sehen, dass er sein Reich baut. Und je mehr die Zeit dieser Welt abläuft, desto schneller entwickelt sich die Ausbreitung des Christentums. Das begeistert mich und ich möchte dich einladen, dass auch du daran teilhast, dass auch du missionarische Aktivitäten unterstützt, in der ganzen Welt und hier bei uns, dass du dabei bist und dich einklingst in das, was Gott weltweit tut. Ich bin gewiss, er hat viel mehr auch für dich.